wieder fragen mich Leute, was das eigentlich soll mit diesem YouTube-Kanal, was ich da eigentlich vorhabe oder wozu das dienen soll, was ich damit erreichen will. Da hat neulich jemand gesagt, ja, du sitzt da immer in deinem Garten rum und erzählst irgendwelches Zeug und dann kommt wieder irgend so ein alter Schmarrn, den du irgendwann einmal auf der Bühne gemacht hast, dann plötzliche Musik mit irgendwelchen Fotos dazu oder Texte, die du gar nicht selber geschrieben hast, sondern die von irgendjemand anders sind. Also man versteht überhaupt nicht, was das Ganze irgendwie soll, dieses Unternehmen. Ein wildes Sammelsurium von blöden Gerede, wo dann immer alle sich aufregen und sagen, ja, das darf man nicht sagen, solche Dinge. Und wie kommt der auf so einen Blödsinn, warum erzählt der solches Zeug? Und dann wieder was, was die Leute zum Lachen bringen soll anscheinend, was aber auch ein Schmarrn ist. Dann wieder Musik, die nichts mit der Gegenwart zu tun hat, irgendwie seltsam. Ja, vielleicht kann ich das mal versuchen zu erklären. Es hat damit zu tun, oder es liegt letztlich daran, wie ich früher immer mein Leben verbracht habe. Ich bin eigentlich, so könnte man das sagen, ein Bühnenmensch und ein Papiermensch. Also ich habe immer geschrieben, Dinge, die mir so eingefallen sind, die sind dann irgendwann auf Papier gedruckt erschienen, in Zeitungen oder Zeitschriften oder auch in Büchern. Und manche habe ich dann auch auf die Bühne mitgenommen, wo ich früher, vor sehr langer Zeit, jahrzehntelang damit beschäftigt war, Gitarre zu spielen und zu singen. Und irgendwann draufgekommen bin, ich kann ja auch Geschichten vorlesen. Da muss ich nicht dauernd Verstärker schleppen und Schlagzeuge aufbauen und mitten in der Nacht PA-Anlagen in einen Bus einladen. Was manchmal auch Spaß machen kann, aber nicht immer. Also habe ich dann auch vor Jahrzehnten inzwischen schon angefangen, Geschichten auf der Bühne vorzutragen. Da sind dann eigene Texte entstanden, die eigentlich nur für die Bühne gedacht waren. Aber es war für mich immer total wichtig, auf Bühnen zu stehen und was zu tun, was die Leute entweder freut oder sie manchmal auch provoziert. Also Papier und Bühne. Jetzt ist es so, dass vor 2,25 Jahren sich die Welt schlagartig geändert hat. Da kamen diese Maßnahmen, dieser Lockdown und dann war es verboten, auf Bühnen zu gehen und da irgendwas zu machen. Und es war vor allem noch eine Sache verboten, zumindest zeitweise, die sowas, könnte man sagen, die dritte Säule in meinem Leben ist, wenn man das als Säule bezeichnen will. Und zwar ist es, in oder vor Kneipen rumzusitzen, Leute zu treffen und mit denen zu ratschen über alles Mögliche, was mir so durch den Kopf geht, was ihnen so durch den Kopf geht, über Politik und Gesellschaft und aktuellen Quatsch oder Musik von früher oder Dinge, die sich irgendwann mal ereignet haben. Also einfach so, wie man halt ganz normal sich austauscht und unterhält. Das war die dritte wichtige Sache in meinem Leben. Kommen noch ein paar private wichtige Sachen hinzu, die im Grunde auch wichtiger sind, aber die jetzt nichts mit diesem Kanal zu tun haben. Jedenfalls, März 2020 war das plötzlich schlagartig alles verboten. Dann musste man da als Künstler, als Papiermensch auch zum Teil, weil ja manche Zeitungen einfach gar nicht mehr erschienen sind, aber in erster Linie als Bühnenmensch und als Kneipenmensch musste man einen anderen Weg finden irgendwie. Und es war jetzt sicher nicht meine Idee, sondern da sind viele drauf gekommen, ja, dann gehen wir halt ins Internet und machen unsere Sachen da. Mich hat ehrlich gesagt vorher dieses ganze YouTube und dieser Schmarrn nie so sonderlich interessiert, also zumindest nicht vom Aktiven her. Ich habe mir manchmal ein paar Videos angeschaut oder Zeug runtergeladen, was anderswo nicht zu finden war, aber dass ich selber da irgendwas mache, das hat mich nicht wahnsinnig interessiert. Aber jetzt war das halt der einzige Weg. Man setzt sich vor eine Kamera und nimmt was auf, schneidet es dann zusammen und stellt es auf YouTube und schaut, ob es irgendjemand sehen will. Da muss man am Anfang ziemlich viel experimentieren. Also ich habe dann versucht, die Geschichten, die ich sonst, oder die Texte, die ich sonst auf der Bühne lese, halt einfach vor der Kamera zu lesen. Und habe aber ziemlich schnell festgestellt, das ist manchmal vielleicht ganz amüsant, aber es ist in erster Linie anstrengend und man kriegt keine Reaktion. Also Bühnentexte beruhen ja darauf, dass während dem Vortrag des Textes weiß jeder, dass die Leute da reagieren, dass sie mal lachen oder sagen, was war das, das verstehe ich nicht. Oder kannst du das nochmal sagen? Oder kannst du das bitte anders sagen? Oder irgendwas passiert und damit verändert sich der Vortrag. Vielleicht nicht unbedingt der Text, aber der Vortrag. Und der eigentliche Witz und die Komik und das Schöne daran ist eben das, was daraus entsteht. Und das geht vor der Kamera ganz schwer. Da kann man halt einfach einen Text vortragen und das war's. Das ist mit der Musik vielleicht noch ein bisschen leichter. Da kann man sich mal hinsetzen und eine Gitarre nehmen und das spielen. Aber da stellt man dann fest, es hat auch seine Defizite und es klingt irgendwie nicht so toll und dann hockt immer der gleiche Kerl da vor der Kamera und singt irgendwas. Und dann ist mir eingefallen, okay, ich habe ja ein gewisses Archiv, also ich kann ja Sachen, die ich früher mal gemacht habe und irgendwann aufgenommen habe, die jetzt nur ich kenne, die kann ich ja jetzt einfach einmal veröffentlichen, wenn sie dafür taugen oder wenn ich das Gefühl habe, dass sie dafür taugen.
Dann habe ich das halt gemacht. Das war so der Anfang. Einfach mal so Geschichten lesen oder alte Aufnahmen. Bei Musik ist es so, dass die meistens ja dann als Platte, also als CD oder auf Kassetten oder irgendwas vorhanden ist und da gibt es keine Bilder dazu. Da muss man halt irgendwelche Fotos oder Filme machen, suchen, zusammenstellen. Es geht dann schon irgendwie. Manchmal ist es ganz spannend, manchmal auch nicht. Das sieht man dann im Einzelnen immer erst hinterher. Dann ist es mit der Zeit so weitergegangen und dann ist das Berufsverbot für Bühnenkünstler ja irgendwann in so eine Art selektives Berufsverbot umgewandelt worden. Also zunächst durfte man wieder auf Bühnen gehen, hat dann dort aber schnell festgestellt, es macht extrem wenig Spaß, in einem riesigen Abstand von Menschen was vorzutragen, die dann selber mit verhüllten Gesichtern da sitzen, wo man nicht einmal merkt, ob die jetzt eigentlich lachen. Die trauen sich dann auch gar nicht richtig lachen. Also das war eine so demütigende Erfahrung, dass ich es niemandem wünschen möchte. Und es erinnert sich ja kaum mehr jemand daran, dass wir das kurze Zeit mal probiert haben, bevor dann sowieso wieder die nächste Welle von Verboten daherkam. Dann ist es wieder ewig lang so gegangen, war wieder Videozeit. Und dann kam das nächste selektive Berufsverbot, dann hat es halt geheißen, man muss sich einer Behandlung unterziehen, damit man wieder auf der Bühne darf. Und man muss sich auch einer Behandlung unterziehen, damit man zuschauen und zuhören darf. Und da habe ich dann gesagt, das reicht mir jetzt, ich will diese demütigende Erfahrung nicht nochmal machen, sondern ich bleibe der Bühne so lang fern, bis wieder jeder auf die Bühne darf und bis wieder jeder zuschauen darf. Ohne dass irgendwelche Beamten oder sonst wer dazwischen kommt und sagt, du darfst nein, du darfst nicht nein. Das kam dann auch irgendwann, aber dann hat sich herausgestellt, dass dann ich jetzt weg war. Also dass bestimmte Ansichten, die ich in der Zwischenzeit verbreitet habe, einige Leute dazu geführt haben, mich jetzt für was anderes zu halten, als ich bin, oder für jemand anders, als ich früher war, was natürlich Blödsinn ist. Und dann so eine gewisse Kontaktangst oder Scheu da zu kriegen, ah, den ruf mal lieber nimmer an, weil der es könnte gefährlich sein, mit dem gesehen zu werden oder mit dem zu reden oder hernach erzählt er Dinge, die ich gar nicht hören will und so. Das nein, machen wir lieber nicht. Eventuell ist da geistige Ansteckungsgefahr vorhanden oder sowas. Naja, und dann bin ich halt irgendwie bei dem Video produzieren geblieben. Rein notgedrungen bleibt mir ja nichts anderes übrig. Und habe irgendwann gemerkt, dass das, was mir mit am meisten abgeht, auch das ist, Menschen zu treffen, Freunde, Bekannte oder einmal völlig Fremde, um mit denen über irgendwas zu reden. Meine Gedanken, die sich im Kopf so ansammeln, zur Diskussion zu stellen oder mit jemandem, die jemanden mitzuteilen, damit ich dann höre, was er davon hält und dann man sich so austauscht und diskutiert. Das geht natürlich auch nicht so einfach mit der Kamera, weil ich keine Reaktionen empfinde und weil ich da einfach nur rede und dann schaue, ob sich jemand anschaut. Aber das ist dann ein großer oder jetzt in letzter Zeit auch der größte Teil von dem geworden. Aber wenn man sein Leben so verbringt, dass man nur noch mit zwei, drei Menschen überhaupt irgendwie Kontakt hat und mit denen sich austauschen kann, dann muss irgendwie auch mal zwischendurch einmal was raus aus einem. Da geht den ganzen Tag Zeug rein in den Kopf und in das Denken und das Bewusstsein, das muss wieder raus. Naja, dann stelle ich mich halt vor die Kamera und erzähle einfach, was mir so durch den Kopf geht. Wundere mich dann manchmal, wie falsch man das verstehen kann oder wie weit sich diese ganz normale Einstellung, die ich eigentlich schon immer habe, auch zu bestimmten Dingen, die sich zwar entwickelt, aber eigentlich nie grundlegend verändert, wie weit die von dem Mainstream, der jetzt so gilt und was man es noch sagen kann, damit man diskutabel bleibt, wie weit es davon entfernt ist, weil sich dieser Mainstream so verschmälert hat und verengt hat und so weit in ein ganz komisches Dickicht irgendwie abgedriftet ist, wo viele Dinge ja unsichtbar bleiben dann. Und das hat mich vielleicht auch ein bisschen angefeuert, weil ich gesagt habe, das muss man doch sehen, was da passiert. Da kann man doch nicht so tun, als wäre das nicht so oder einfach so die Augen, Scheuklappen hin und dann einfach nicht hinschauen und so. Das hat mich, glaube ich, schon immer genervt. Das war schon zu Schulzeiten so, dass ich gesagt habe, da schaut's doch hin, das und das ist scheiße, das sollten wir ändern. Ja, und das ist eigentlich das Einzige, was ich auf diesem Kanal tue. Dann gibt es noch eine wesentliche Lieblingsbeschäftigung in meinem Leben und das ist schlicht und einfach Lesen. Ich bin süchtig nach Büchern und Texten und ich lese alles querbeet, was mir so in die Hände gerät. Manchmal ist es größter Schund und absoluter Schrott, speziell jetzt so aktuelle zeitgenössische deutsche Literatur, da passiert es oft, dass ich nach 10 Seiten die Schwarte einfach wegschmeiße oder halt ins Altpapier tue. Aber ansonsten gibt es in Büchern und in Texten unwahrscheinlich viel zu entdecken, was auch oft, und das ist erstaunlich, mit der Gegenwart, die man dann erlebt, wesentlich mehr zu tun hat, als man eigentlich meint. Da denkt man immer so, ja, Texte aus den 50er Jahren, aus den 20er Jahren oder aus den 80er Jahren, die können doch jetzt nichts mehr
Relevantes uns mitteilen, weil wir in einer völlig anderen Welt leben. Das stimmt aber gar nicht. Manche Dinge ähneln sich erstens und manche zeigen so Entwicklungen auf, wenn man dann sagt, was, das haben die damals schon so, oh, das haben wir ja ganz vergessen. Dafür ist es dann hilfreich, wenn man hin und wieder daran erinnert. Und deswegen mache ich das auch. Ich nehme dann bestimmte Texte, die ich jetzt gerade oder irgendwann mal gelesen habe, und lese sie einfach vor und denke mir, wer Lust hat und diesen Text nicht kennt, dann muss er nicht selber lesen. Manchmal sind es auch Bücher, die man gar nicht so einfach findet, die auch in letzter Zeit gerade aus vom Markt oder aus den Bibliotheken verschwunden sind, nicht mehr gedruckt werden oder nicht mehr verkauft werden können. Und die lese ich dann halt vor und wie gesagt, schau mal, ob es irgendjemand interessiert. Ja, das ist weitgehend das, um was es geht. Dann sagt mir jemand neulich, ja, weil was willst du denn damit erreichen mit deinen 30, 50 oder mal 100 oder zwischendurch, wenn es jemand weiterempfiehlt, dann einmal 500 Zuschauer, damit bewirkt man doch nichts. Naja, muss ich aber dann ehrlich sagen, früher war das auch nicht recht viel anders, als ich noch für Zeitungen und Zeitschriften schreiben durfte und konnte. Ich weiß nicht, ob da wesentlich mehr Leute dann mal das gelesen haben, was ich da geschrieben habe. Ach so, das habe ich noch vergessen. Es gibt ja nicht nur den YouTube-Kanal, sondern ich schreibe auch einen Blog. Auch mit dem, was ich eigentlich schon immer geschrieben habe, also Notizen, Beobachtungen, Geschichten, Ideen, was mir so einfällt und was mich aufregt manchmal. Das lesen dann auch so jeden Tag zwei, drei, manchmal 400 oder 500 Leute. Also ich glaube nicht, dass es bei den Zeitungen früher recht viel mehr war. Und bei der Bühne war es im Grunde auch nicht recht viel anders. Es kommt nicht oft vor, dass man jetzt als so Geschichtenerzähler auf Bühnen mal mehr als, sagen wir jetzt, 200, 300 Leute direkt vor sich sitzen hat. So groß sind meistens die Veranstaltungslokale gar nicht. Die Frage ist ja auch, was will man denn überhaupt bewirken? Oder was heißt überhaupt bewirken? Ich will natürlich nicht die Welt verändern, oder grundsätzlich will ich schon die Welt verändern, aber dass das nicht geht, weiß ich auch sehr genau. Und schon gar nicht mit Schreiben oder indem man Geschichten vorliest. Es geht eigentlich bloß darum, eine Freude dran zu haben und ein paar Leuten vielleicht eine Freude zu machen oder über was nachzudenken und beim Sprechen den Gedanken so zu entwickeln, dass er fassbar wird und dann zu hoffen, dass irgendjemand diesen Gedanken aufgreift und vielleicht sagt, ja, da könnte was Vernünftiges dran sein, da denke ich vielleicht auch mal drüber nach. Das ist eigentlich alles. Dann gibt es immer diese lustigen Trolle, die mich auf Facebook zum Beispiel verfolgen, die dann unter jedes neue Video oder jeden Blog-Eintrag, den ich da veröffentliche, dann immer das gleiche drunter schreiben, ja, jetzt kommt er schon wieder mit seinem Gequatsche daher. Und da hat dann neulich einer von diesen Trollen vermutet, es geht mir in Wirklichkeit darum, da wahnsinnig viel Geld zu verdienen und also praktisch die Leute Schmarrn zu erzählen, damit sie mir dann Geld überweisen, weil ich nun mal jetzt als Künstler, wo ich keine Gagen mehr kriege und auch kein Honorar für Texte mehr, auf Spenden angewiesen bin. Aber ja, gut, der finanzielle Aspekt ist vielleicht auch mal besprechenswert. Man kann von Blogs und einem YouTube-Kanal mit jetzt knapp 100 oder nicht ganz 100 Abonnenten oder 200 Lesern und 50 Zuschauern am Tag, kann man nicht leben. Also reich wird man damit nicht und leben kann man davon auch nicht. Das kann sich ja jeder ausrechnen. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt 100 Leute ein Video anschauen und jeder spendet einen Euro, dann ist es unter sehr bescheidenen Umständen vielleicht eine Art und Weise, wenn man halt dann jeden Tag 5, 6 Videos oder jede Woche 5, 6 Videos macht, kommt man da vielleicht schon irgendwie durch. Aber so ist es natürlich nicht. Von 100 Leuten, die zuschauen, spendet einer vielleicht einmal einen Fünfer und am nächsten Tag wieder einer einen Zehner und in der nächsten Woche dann mal einer vielleicht einen Zwanziger. Das kommt hin und wieder vor. Das ist dann ganz was anderes, wenn Leute Kanäle haben, wahrscheinlich mit 1000 Abonnenten oder Blogs, die jeden Tag 1 Million Leute lesen. Da gibt es dann auch welche, die sagen, bitte keine Spenden, weil ich brauche das gar nicht, ich mache es nur nebenbei. Mir wäre es ehrlich gesagt schon sehr recht, wenn ein bisschen mehr Spenden kämen, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich in jedem Video dann am Ende nochmal hinstellt und sagt, bitte spendet mir 10 Euro. Das ist sehr ehrenwert, wenn man das tut, aber mir widerstrebt es irgendwie ein bisschen. Also ich freue mich drüber, aber ich mag nicht ständig daran erinnern. Ja, das ist das, um was bei diesem Kanal geht, was er soll, was ich damit erreichen will. In kurzen Worten und mit sicherlich vielen Lücken und Dingen, die ich jetzt vergessen habe, vielleicht einmal einfach so erzählt. Wahrscheinlich hätte ich damit dann nicht 200 Videos abwarten sollen, bis ich das einmal erkläre. Aber mei, man lernt bei diesen Geschichten immer noch dazu. Und wenn ich dann beim 1000. Video bin, dann weiß ich vielleicht einiges mehr auch darüber, wie man das vernünftig organisiert, sodass nicht jedes Mal der Ton irgendwie schlecht ist oder der Wind dazwischen huscht. Wer weiß, vielleicht gibt es eines Tages einmal wieder die Möglichkeit, auf der Bühne zu gehen. Also falls das jetzt jemand sieht, der sagt, Mensch, den Seiler, den laden wir jetzt doch einmal ein auf unsere Lesebühne. Ich freue mich immer sehr, wenn das passiert, weil ich halt ein Bühnenmensch bin und weil vor allem auf der Bühne
das wegfällt, dass man sich danach hinsetzt und 4-5 Stunden lang an sowas rumschneidet und produziert und den Ton verbessert, das muss man auf der Bühne nicht tun, sondern da setzt man sich hin und trinkt ein Bier und ratscht vielleicht noch ein bisschen. Das hätte mich dann auch wieder freuen, wenn gelegentlich einmal jemand einfach so nach meiner Meinung fragt, jetzt ohne YouTube. Wir werden sehen, wie sich die Welt entwickelt. Und das ist das, was mir jetzt zu diesen Fragen, die gelegentlich gestellt werden, eingefallen ist. Danke fürs Zuschauen und Zuhören und danke für Spenden.